Hey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot 2. Heute Snowbiz und wir spielen mit Coco. Ist das nicht wunderbar? So, erstmal wieder Signal umstellen, bevor das hier alles wieder ausartet. Ja? Immer wieder schöne lange Lademenüs mit sinnlosen Hinweisen. Es geht doch gar nicht besser. Was kann man sich denn mehr wünschen? Als beinharter Fan der Reihe, der eh schon alles weiß. Am besten, dass gar keine komischen Dings kommen. Cooles Bild, das könnte man als Hintergrundbild nehmen, irgendwie so. Habe ich das Gefühl. Warte mal. Auch nicht schlecht, wie so eine Schlittschuhläuferin. So, jetzt mache ich mir mal kurz einen Screenshot, bevor die hier nochmal wegrutscht. Ja, das ist deutlich schwieriger geworden. Es ist wirklich schwieriger geworden mit dem Eis. Aber es sieht auch durchaus besser aus. Also verkrafte ich das schon eigentlich wieder. Irgendwo. So. Man muss natürlich ein bisschen hart durchbeißen manchmal. Ich denke mal, hier ist eventuell sogar ein Leben versteckt. Nein. Aber an solchen schwierigen Stellen normalerweise eigentlich immer. Dafür kenne ich das Spiel so gut. Dass man da immer irgendwelche Leben hat, die versteckt sind. So. Jawohl, geht doch. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. So, Stachelschwein. Da muss man vorsichtig sein. Okay, dass sie sich umdrehen können, das ist mir neu. Kannte ich auf jeden Fall so nicht. Rutschattacke bringt auch nichts. Okay, kann man nur drüber hinwegspringen. Das wiederum geht wunderbar, wunderbar von der Hand. Ah, Mann. Oder auch nicht. Ja, manche Sachen sind nicht gerade perfekt. Warte mal, ist das ein Skullroot? Nee, oder? Ich überlege gerade. Wenn man das Level jetzt nochmal neu starten würde, dann könnte ich es rausfinden. Ich darf nur nicht sterben, dann weiß ich, ob es eine Skullroot ist. Weil ich hätte jetzt nicht gesehen, dass man da noch irgendeinen besonderen zweiten Edelstein kriegt. Also müsste es eigentlich eine Skullroot sein, auf der man Kisten bekommt. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, aber umso beschissener ist es, wenn ich tatsächlich richtig liege. Und das dann nicht ausprobiere. Ja, komm schon, Coco, jetzt nochmal. Nicht die Hoffnung aufgeben. Einfach nochmal versuchen, das ist immer die beste Option. Schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den roten Edelstein hältst. Ach so, das ist der rote. Die hätten ja wenigstens die Linien mal rot machen können, dann hätte man das auch erkannt. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof von den Entwicklern. Naja, das war früher anders. Da war noch alles in der Farbe, wie du auch halt den Edelstein dann sammeln musstest. Wer hat denn die Kisten gerade gesprengt? Sind die echt so weit geflogen? Das kann ich gar nicht glauben. Mrs. Pinguin. Die hat ja ordentlich einen abgekriegt, ey, gerade. Muss man ja mal sagen. Und die Gegner klatschen sich hier größtenteils gegenseitig einfach kaputt. Ist der Wahnsinn. So. Wie gesagt, Skullroot, wir finden das jetzt wohl raus. Hoffentlich. Ja. Ja, das ist schwieriger geworden als früher. Nee, es ist keine Skullroot. War aber jetzt gerade nach dem Hinweis, der gekommen ist, schon offensichtlich. Dass es das nicht sein wird. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt kann ich mich hier wieder mit den Stachelschweinen abquälen. Gibt's ja nicht. So. So. Wieso die Kante jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Jetzt. Hier konnte man früher jederzeit wieder hochschlittern. Ja, jetzt geht's sogar diesmal. Hä? Wieso ist das so halb dreidimensional? Das war früher nicht so. Das ist doch scheiße. Wenn man sich so bewegen kann in alle Richtungen. Ja, Fußstapfen hinterlässt man auch, ich weiß. Ist mir jetzt auch nicht neu. So, der müsste gleich wieder hochgehen. So schnell löst er nicht nochmal aus. Sie wird zu einem Laptop fabriziert, alles klar. Alles klar. Zu einem Computer sozusagen. Mann, nur weil sie Computer mag, ist sie noch kein Computer. Lasst Coco in Ruhe. Leave Coco alone. Ich mein's ernst. Ja, da wird man schon wieder frittiert. Hä? Ach so. Oh. Das ist jetzt seltsam. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich hätte meine besten Stunden erlebt.
Aber dass das so endet, oh, das hat mich ein bisschen verwirrt jetzt. So. Nee. Ein Glück, dass er nicht vollständig durchrennen kann. Das war aber gerade relativ knapp. Upp. Ja, man muss warten. Okay, ich hab's kapiert. Oder vielleicht kann man doch durchrutschen mit ein bisschen Glück. Na, mal gucken. Ja, die Gegner kann man damit leider nicht beschädigen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Oh Gott, diese Kisten habe ich gehasst. Die sind immer so schön versteckt. Und noch schlimmer ist es, wenn man, wie gesagt, dreidimensional alles hat. So 2D, 3D so semi quasi, alles so zur Hälfte. So. Ja, schon fast. Und jetzt das Bonuslevel. Es gab ein Bonuslevel, wo eine Kiste, wie gesagt, extrem böse versteckt war. Das werde ich euch aber gleich noch zeigen, was ich meine. Hier ist es schon mal nicht, das ist gut. Ja. Ach, blödes Eis. Ganz ehrlich. Das geht mir langsam richtig auf den Sack. Ja, mit dem Eis hat man so seine Schwierigkeiten, ich merk's. Und dass man auch einfach problemlos so einen Sturz überlebt, wie kann das sein? War das hier? Nee, oder? Nee, scheint nicht so. Wird man auf jeden Fall hinterher sehen, ob man richtig gelegen hat. Das ist dann immer besonders böse, wenn das nicht so ist. Na, ein extra Leben, immerhin. So. Ja, die Bonuslevel sind seit Teil 2 ein bisschen netter. Wie man einfach kurz auf der Kante noch stehen bleibt, ist lustig. Ja. Hoffentlich haben... Ja, die haben den Radius irgendwie erweitert, so ein bisschen. Ne, 18 von 18 sind alle. Skullroot gibt's auch nicht, wobei ich habe so das Gefühl, um dann alle Kisten zu kriegen, braucht man erst noch einen Edelstein und das bereue ich jetzt schon. So, hier gibt's nix. Ja, die Teile ändern doch an Jungle Rollers. Ist doch fast wie früher. Nur ehrlich gesagt frage ich mich, wer das alles in der Arktis gebaut hat. Wer lebt denn in der Arktis? Also hier so, keine Ahnung, so richtig, wo es nur schneit. Ist schwierig, da zu überleben. Aber trotzdem eine faszinierende Welt. Keine Frage. So, müsste gleich auch schon fast zu Ende sein, das Level, ne? Ist es auch. Haha, cool. Ja, war irgendwie klar, dass das nichts wird. 63 von 125. Ja, gib ihm, Alter. Gib ihm, ey. Ist ja nicht so, als ob das völlig übertrieben ist, was man hier schaffen muss. Naja. Versuchen wir es nochmal mit dem Zeitrelikt. Und dann kommen gleich auch ein paar andere Level. Da kann man dann auch wieder farbige Edelsteine freischalten. Das mag ich ja eigentlich am meisten. Ist ja doof und sinnlos, dann irgendwelche Level zu machen, wo man nichts rauskriegt. Hm, immerhin, Kristall ist doch schon mal was. So, und jetzt direkt nochmal. Snowbiss. Biss steht übrigens für Business. Auch wenn es ein bisschen komisch geschrieben ist, aber... Naja. 17 Uhr haben wir schon wieder. Ach, wieder so ein Instagram-Follower, der sich wahrscheinlich nach einer Stunde wieder verpisst. Ja, wir kennen sie alle. Wenigstens muss ich die Stelle hier nicht spielen. Im Zeitrennen. Schon mal ein riesiger Vorteil. Ja! Uka, Aku Aku, er ist auf meiner Seite. Deshalb konnte es gar nicht laufen. Zip. Das Doofe sind jetzt die Stachelschweine. Die muss ich irgendwie umgehen. So, ja, jetzt... Die, von denen geht eine nicht zu unterschätzende Gefahr aus. Komm schon. Gibt's ja nicht. Da habe ich voll viel Zeit verloren wegen der Kacke jetzt. Ja, genau. Das ist einfach so, keine Ahnung. Manche Sachen müssen nicht sein. Manche Sachen müssen einfach nicht sein. Genau wie, dass man hier noch bis in die Grube fällt.
Das ist doch voll weit, als ob der Sprung dafür gereicht hat. Weißt du, was ich meine? Völlig überzogen. Normalerweise kommt man über keine Abgründe drüber und jetzt auf einmal reicht der Sprung dann für sowas. Weißt du, was ich meine? So. Immer schön in die Mitte springen, sonst verliert man nur Zeit. Bei dem Spiel haben sie das ja, wie gesagt, ein bisschen anders geregelt. Ja. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Ach, 3 Sekunden verloren, toll. Egal, es wird noch irgendwie reichen für Saphir. Ist ja eigentlich das Wichtigste. Ach Mann, jetzt mach doch. Dass man das nicht sehen kann, ist echt eine richtig dumme Sache. Robby Tobby und das Flievertüt lassen grüßen. Kann ja sein, dass hier noch eine Kiste versteckt ist. Nee. Okay. Muss ich wohl akzeptieren. No, beeil dich. Ja. 2 Sekunden noch schnell gesaved. 56. Ich habe gar nicht geguckt, in welcher Zeit man das meistern muss. Ich habe aber auch versucht, irgendwie nicht in ein Fettnäpfchen reinzutreten. Das hat mich dann auch wieder Zeit gekostet. Natürlich Zeit meines Lebens. Na, jetzt komm schon hier. Mann. Das hätte jetzt die 1 Sekunde sein können, wegen der es nicht gereicht hat. Beste Zeit, 1:12. Ich werde gleich nochmal schnell gucken, was man genau braucht, um hier voll durchzustarten. Mit Gold. Aber fürs Erste bin ich relativ zufrieden. Ist ja auch wieder was. Ja, wenigstens kann man mit dem Kopfhörer ein bisschen überprüfen, ob die Aufnahme noch läuft. So, also zur Not. Ne, aber ich habe eh dieses eine Level mit dem Dschungeltempel habe ich aufgegeben. Weil ich das nicht mehr ertragen habe. Das war dann doch zu schlimm. So, ja. Snowbiz, ordentlich, genau. Diamant haben wir noch nicht, aber naja, wird nächstes Mal dann gemacht. Bis